Ja, liebe Leute, es ist Fasenszeit. Wie gern hätte ich nach diesen einleitenden Worten in meinem heimatlichen Renchtäler Dialekt nicht aufgehört, sondern weiter gesprochen. Wie gern hätten wir auch in diesem Jahr wieder die Nachenmesse gefeiert, uns erfreut an einer bisschen anderen Musik, an den humorigen Einlagen von der Angelika Prestenbach, an den Kirchenmäusen, wie auch immer. Aber aufgrund der unsinnigen und wahnsinnigen Narretei, die sich in einem bösen Sinne in der Ukraine abspielt, feiern wir heute einen Friedensgottesdienst, einen Bittgottesdienst. Wir wollen darum bitten, dass der Herr, der Schöpfer aller Menschen, den Geist des Friedens ausgießt über allen, die Macht haben und die diesem Blutvergießen ein Ende setzen können. Wir alle sind erschüttert angesichts der Nachrichten, die uns nun tagtäglich begleiten. Und wir wollen den Menschen in der Ukraine unsere Solidarität zum Ausdruck bringen und als gläubige Menschen auf die Macht des Gebetes vertrauen. Und uns das immer wieder als Richtschnur nehmen, was im Buch der Psalmen steht. Suche den Frieden und jaget ihm nach. Beten wir darum, dass das Blutvergießen ein Ende nimmt. Halten wir eingangs dieser Friedensmesse, dieses Bittgottesdienstes, eine Zeit der Stille, um der Menschen zu gedenken, die auf der Flucht sind, um der Verletzten und Verwundeten zu gedenken und derer, die bereits ihr Leben lassen mussten in diesem unsinnigen Krieg im Osten unseres Kontinents. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Gott des Friedens sei mit euch. Christus, den Friedensfürsten, dem unser Vertrauen gilt, ihn bitten wir im Kyrie-Gesang um sein Erbarmen. Jesus, du bist unser Friede. Du führst zusammen, was getrennt ist. Du bringst uns die Vergebung des Vaters. Du sendest den Geist der Einheit. Du zeigst Wege zur Versöhnung. Alle Menschen dir zu folgen. Herr, wir bitten, erbarme dich unser Sünde und Schuld, nimm von uns weg und führe uns den Weg zum ewigen Leben.
Den Menschen Fried auf Erden, singen wir das Gloria-Lied. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, um deinen Frieden zu bringen in unsere Welt voll Spannung und Streit, ist dein Sohn zu uns gekommen und hat sein Leben eingesetzt. Er lebte nicht für sich, sondern gab sich dahin. Lass uns erfassen, was er getan hat. Hilf uns mit ihm, dem Frieden und der Versöhnung zu dienen, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch des Propheten Micha. Am Ende der Tage wird es geschehen. Der Berg des Hauses des Herrn steht festgegründet als höchster der Berge. Er überragt alle Hügel. Zu ihm strömen Völker. Viele Nationen kommen und sagen: Auf, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs. Er unterweise uns in seinen Wegen. Auf seinen Pfaden wollen wir gehen. Er wird Recht schaffen zwischen vielen Völkern und mächtige Nationen zurechtweisen bis in die Ferne. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Lanzen zu Winzermessern. Sie erheben nicht mehr das Schwert, Nation gegen Nation. Und sie erlernen nicht mehr den Krieg. Und ein jeder sitzt unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, und niemand schreckt ihn auf. Ja, der Mund des Herrn der Heerscharen hat gesprochen. Wort des lebendigen Gottes. Haltet fest am Worte Christi, dann leuchtet ihr als Lichter in der Welt. Halleluja, Halleluja, Halleluja.
sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Kann ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in eine Grube fallen? Der Jünger steht nicht über seinem Meister. Jeder aber, der alles gelernt hat, wird wie sein Meister sein. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen: Bruder, lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen, während du den Balken in deinem eigenen Auge nicht siehst? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du versuchen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Es gibt keinen guten Baum, der schlechte Früchte hervorbringt, noch einen schlechten Baum, der gute Früchte hervorbringt. Jeden Baum erkennt man an seinen Früchten. Von den Disteln pflückt man keine Feigen, und vom Dornstrauch erntet man keine Trauben. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil in seinem Herzen Gutes ist. Und ein böser Mensch bringt Böses hervor, weil in seinem Herzen Böses ist. Wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, Jesus versteht es, in seiner Verkündigung die Dinge in ihrem innersten Kern zu benennen und das Menschsein an seinen elementaren Stellen in den Blick zu nehmen. So geschieht es auch in der sogenannten Feldrede, aus der wir bereits an den vergangenen zwei Sonntagen gehört haben. Und das heutige Sonntagsevangelium gibt uns ein neues Wort von Jesus. Diese Worte Jesu vom guten Baum, der gute Früchte bringt, und vom schlechten Baum, der schlechte Früchte bringt, diese geben uns Anlass zum Nachdenken. Und das gleichnishafte Bild benutzt er. Wir Menschen können nach dem beurteilt werden, welche Früchte wir hervorbringen. Denn Menschen können sich zwar für einige Zeit verstellen und versuchen, sich zu tarnen und zu tricksen, doch auf längere Sicht ist das nicht möglich. Am Ende zeigt sich an den Taten, die jemand vollbringt, aus welchem Holz er geschnitzt ist, welche Art von Mensch jemand ist. Wenn wir das gehört und diese Zusammenhänge erfasst haben, dann sehen wir uns gleich dazu bewegt, uns umzuschauen, auf unsere Mitmenschen zu blicken und zu fragen: Wem können wir wirklich trauen? Wer zeigt uns durch sein freundliches Wesen und sein gerechtes Verhalten, dass wir einen solchen Menschen als eine Person mit einem guten Herzen einstufen könnten? Gleichzeitig müssen wir aber sagen: Vorsicht, wie oft täuschen wir uns doch im Urteil über andere? Wir loben Menschen, von denen wir später enttäuscht werden. Wir kritisieren manche, die doch eine gute Absicht haben und sich wirklich bemühen. Wir selbst irren doch sehr schnell. Nur Gott kennt letztlich das Herz eines jeden Menschen. Und aus diesem Grund ermahnt uns Jesus zuvor in der Feldrede: Richtet nicht. Und auch im heutigen Evangelium hören wir diese Mahnung:
nicht leichtfertig über andere zu urteilen oder sie gar zu verurteilen. Jesus sagt es sehr deutlich: Wir sehen leider allzu schnell den Splitter im Auge des Bruders oder der Schwester. Den Balken im eigenen Auge sehen wir nicht. Das heißt, wir nehmen fremde Fehler leichter wahr als die eigenen. Fremde Schuld klagen wir an, wir empören uns über sie und sind schnell dabei, den anderen zurechtzuweisen. Wenn wir selber einen Fehler machen oder irgendwo versagen, dann haben wir gleich Entschuldigungen bereit, auch wenn dieser Fehler übergroß sein sollte, wie ein Balken im eigenen Auge. Deshalb hält Jesus uns den Spiegel vor. Er will, dass wir auf uns selbst sehen und unsere eigenen Schwächen und Fehler anerkennen. Er will, dass wir seinem Ruf der Umkehr folgen und dabei bei uns selbst anfangen. Es gilt, das Schlechte abzulegen und unser Herz zu reinigen. Und erst dann können wir uns dem anderen aufrichtig zuwenden. Verweigern wir uns dessen und beharren darauf, nur auf die Fehler des anderen zu schauen, diese anzuprangern und uns selbst als überlegen darzustellen, ja, dann geschieht das, was Jesus so bildhaft beschrieben hat. Dann führt ein Blinder einen Blinden und beide fallen in eine Grube hinein. Man wird blind und taub füreinander und der andere wird auch noch in Mitleidenschaft gezogen. Das geschieht nicht nur im privaten und persönlichen, sondern auch im öffentlichen und politischen Leben. Und das erleben wir leider ganz aktuell. Wie schnell konnte es sein, dass ein Staatsmann wie Putin den Einsatz von Waffengewalt in der Ukraine anordnet und dadurch den Weg des Dialoges anscheinend verlassen hat? Wie groß muss das Misstrauen einander der Menschen fremder, aber auch benachbarter Völker sein? Unzählige Menschen müssen nun in Angst leben, ihre Heimat verlassen, ihr Leben lassen, Leid erfahren. Und es schmerzt und beängstigt, dass wir nicht wissen können, wie groß und schwer dieses Leid noch werden wird. Wer eine Führungsaufgabe hat, darf nicht blind sein. Nicht blind für den Frieden und nicht blind für all die Menschen, die betroffen sind. Liebe Schwestern und Brüder, wir dürfen die Not unserer Zeit vor Gott bringen. Besonders die Bitte um einen baldigen und gerechten Frieden in der Ukraine wollen wir an unseren Gott richten. Nur er kann die Herzen der Menschen bewegen, zu einem Weg des Dialogs und des Friedens zu finden. Beten wir, dass Gott alle Menschen in der Gottes- und Nächstenliebe wachsen lässt, dass wir werden wie ein guter Baum, der gute Früchte bringt für unsere Mitmenschen und für unsere Welt. Amen. Thank you.
Beten wir gemeinsam unter der Nummer 19, Abschnitt 4. Nummer 19, Abschnitt 4, Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens. 19, Abschnitt 4. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer ruht. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen. Lasst uns Fürbitte halten, liebe Schwestern und Brüder. Die Fürbitten werden vorgetragen von Oberbürgermeister Pütsch, von Angelika Prestenbach und von Petra Bonkosch. Nach jeder zweiten Fürbitte singen wir den Ruf, Herr, gib uns deinen Frieden, den Diakon Nien uns gleich einmal vorsingen wird. In Gedanken und im Gebet sind wir mit den Menschen in der Ukraine verbunden. Wir bringen vor unseren auferstandenen Herrn Jesus Christus unsere Anliegen und hören auf den Fürbitruf. Herr, gib uns deinen Frieden, gib uns deinen Frieden, Frieden, gib uns deinen Frieden, Herr, gib uns deinen Frieden. Wir beten für alle, die in diesem Krieg besonders zu leiden haben, die Kinder, die Alten und die kranken Menschen. Und wir denken im Gebet an alle, die jetzt auf der Flucht sind. Wir beten um den Geist des Friedens für alle, die die Macht haben, diesen Krieg zu beenden, für alle, die sich bemühen, der sinnlosen Gewalt ein Ende zu setzen. Denken im Gebet an alle, die die Folgen von Unfrieden und Hass am eigenen Leib spüren müssen. Die Zivilisten in den umkämpften Gebieten, die Soldatinnen und Soldaten. Wir beten für alle Menschen und Völker, deren Not angesichts des Krieges
in Europa in Vergessenheit gerät. Wir beten für uns selbst, die wir gerade in diesen Tagen Angst und Ohnmacht, Hilflosigkeit und Trauer erleben und aushalten müssen. Wir beten um die Genesung der Verwundeten und Verletzten und vertrauen die Verstorbenen deiner Barmherzigkeit an. Jesus Christus, starker Gott, Friedensfürst, du willst, dass wir gute Früchte hervorbringen, Früchte, die bleiben. Stärke unseren Willen zum Guten und begleite uns mit der Kraft deines Geistes. Wir loben dich heute und an allen Tagen bis in deine Ewigkeit. Amen.
unser Gott, unter den Gestalten von Brot und Wein, die den Frieden und die Einheit bezeichnen, feiern wir das Opfer deines Sohnes, dessen Herrschaft Frieden schenkt. Stärke durch dieses Opfer den Geist der Geschwisterlichkeit unter deinen Kindern. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Gott, allmächtiger Vater, und preisen dich für dein Wirken in dieser Welt durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn inmitten einer Menschheit, die gespalten und zerrissen ist, erfahren wir, dass du Bereitschaft zur Versöhnung schenkst. Dein Geist bewegt die Herzen, wenn Feinde wieder miteinander sprechen, Gegner sich die Hände reichen und Völker einen Weg zueinander suchen. Dein Werk ist es, wenn der Wille zum Frieden den Streit beendet, Verzeihung den Hass überwindet und Rache der Vergebung weicht. Darum können wir nicht aufhören, dir zu danken und dich zu preisen. Wir stimmen ein in den Lobgesang der Chöre des Himmels, die ohne Ende rufen. Herr aller Mächte und Gewalten, gepriesen bist du in deinem Sohn Jesus Christus, der in deinem Namen gekommen ist. Er ist ein rettendes Wort für uns Menschen. Er ist die Hand, die du den Sündern entgegenstreckst. Er ist der Weg, auf dem dein Friede zu uns kommt. Gott, unser Vater, als wir Menschen uns von dir abgewandt hatten, hast du uns durch deinen Sohn zurückgeholt. Du hast ihn in den Tod gegeben, damit wir zu dir und zueinander finden. Darum feiern wir die Versöhnung, die Christus uns erwirkt hat, und bitten dich, sende deinen Geist über die Gaben von Brot und Wein, erheilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er beim Mahl das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Herr, unser Gott, dein Sohn hat uns dieses Vermächtnis seiner Liebe anvertraut. In der Gedächtnisfeier seines Todes und seiner Auferstehung bringen wir dar,
was du uns gegeben hast, das Opfer der Versöhnung. Wir bitten dich, nimm auch uns an in deinem Sohn und schenke uns in diesem Mahl den Geist, den er verheißen hat, den Geist der Einheit, der wegnimmt, was trennt, und er uns zusammenhält in der Gemeinschaft mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Stephan, mit allen Bischöfen und mit deinem ganzen Volk. Mache deine Kirche zum Zeichen der Einheit unter den Menschen und zum Werkzeug deines Friedens. Wie du uns hier am Tisch deines Sohnes versammelt hast, in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria und allen Heiligen, so sammle die Menschen aller Nationen und Sprachen, aller Schichten und Gruppen zum Gastmahl der ewigen Versöhnung in der neuen Welt eines immerwährenden Friedens durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Liebe Kinder, ich lade euch ein, dass ihr zum Vater unser nach vorne kommt, dass wir uns um den Altar versammeln. Ihr dürft gerne auch, wenn ihr möchtet, Mama oder Papa oder beide mitbringen. Und ihr lieben Wazechas, kommt ihr bitte nach vorne zum Vater unser. Kommt ihr zu mir. Mama kommt auch schon. Und gerade auch im Blick auf euch Kinder wollen wir um den Frieden beten. Nur mal uns gerade so ein bisschen links und rechts verteilen, gerade so einen großen Kreis. Wenn ihr es Vater unser schon kennt, dürft das gerne mitsprechen und wir machen einfach auch die Bewegungen dazu. Wenn ihr möchtet, Kinder, dürft ihr auch die Bewegungen dazu nehmen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und der Friede, der von Jesus kommt, sei alle Zeit mit euch. Mit einem freundlichen Blicken gebt euch ein Zeichen des Friedens. Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unseren Zeiten. Es ist doch ja kein anderer nicht, der für uns könnte streiten. Denn du, unser Gott, alleine. Kinder, machen wir miteinander eine Verneigung, um Jesus zu ehren. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinem Dach, aber sprich nur ein Wort. Christus spricht, selig, die Frieden stiften, ihnen gehört das Himmelreich.
der Leib Christi. Amen. Liebe Kinder, wenn ihr noch einen Moment hier bleibt, Diakon Nguyen und ich möchten euch gerne noch segnen. Thank you.
Der Herr ist Gott, er schuf das Universum. Er hauchte Leben ein in Meer und Land. Er schuf auch dich und gab dir einen Namen. Geschrieben stehen wir in Gottes Hand. Soll er dich und all die Deinen, und täglich sollst du sehen, dass er dich liebt. Er schütze dich mit seinen guten Händen und sei das Haus, das bergend dich umgibt. Gott, er fülle dich mit Frieden, mit Lebensmut und mit Gerechtigkeit. Er öffne dir das Herz und auch die Hände, dass selber du zum Frieden bist bereit. Lasst uns beten. Herr, du kennst unser Elend. Wir reden miteinander und verstehen uns nicht. Wir schließen Verträge und vertragen uns nicht. Wir sprechen vom Frieden und rüsten zum Krieg. Zeige uns einen Ausweg. Sende deinen Geist, damit er den Kreis des Bösen durchbricht und das Angesicht der Erde erneuert. Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Liebe Gemeinde, ich darf Sie bitten, noch mal einen Moment Platz zu nehmen, um 11.30 Uhr heute wird auf dem Stadtfriedhof eine Solidaritätsbekundung stattfinden, zu der die Stadt Rastatt einlädt, wo Oberbürgermeister Hans-Jürgen Pütsch, der auch jetzt in unserer Mitte ist, worüber ich mich sehr freue, wo auch er ein Wort eben an die Anwesenden richten wird, jetzt nachher um 11.30 Uhr auf dem Stadtfriedhof an dem Denkmal, das wir als Ukrainer-Denkmal bezeichnen, diese Solidaritätsbekundung für die Menschen in der Ukraine heute. Morgen um 17.30 Uhr ist ein Montagsgebet, wie jeden Montag vor der Stadtkirche. Morgen wollen wir es allerdings als ökumenisches Friedensgebet halten. Ob wir draußen vor der Stadtkirche bleiben oder hineingehen in den Kirchenraum, das wird sich noch weisen. Aber ich lade herzlich ein, morgen um 17.30 Uhr zum Friedensgebet, das wir in ökumenischer Verbundenheit halten wollen. Am Mittwoch ist der Aschermittwoch, Beginn der österlichen Bußzeit.
Ich lade ein zu den Messfeiern in unseren Pfarrkirchen um 18 Uhr. Wir lassen uns erinnern an unsere eigene Vergänglichkeit und an die Vergänglichkeit alles Irdischen und richten unseren Blick aus auf den, der uns Leben in Fülle verheißt, Jesus Christus. Ihm näher zu kommen, dienen diese heiligen 40 Tage, also herzliche Einladung, die Aschermittwochsmesse mitzufeiern, ganz bewusst diese heilige Zeit zu beginnen. Und nun steht hier schon unsere Gemeindeteamsprecherin, die Manuela Faris, denn mit diesem Gottesdienst wollen wir auch unseren Diakon Gia Hoa Nguyen verabschieden. Und ja, ich möchte gar nicht viele Worte verlieren, das wird die Manuela Faris tun. Sie hat das Ganze in Reimform und ich habe gesagt, Manu, das bleibt jetzt so, auch wenn jetzt aus der Narrenmesse eine Friedensmesse wurde angesichts des Krieges in der Ukraine, aber so wie du jetzt die Verabschiedung vom Hoa gedacht hast, geplant hast, so soll es bleiben. Und so hören wir nun eben diese Abschiedsworte in Reimform von dir, liebe Manu. Lieber Hoa, als Gemeindeteamsprecherin sind Abschiedsworte an dich heute meine Pflicht. Und diese Pflicht erfülle ich heute gerne und trotz allem mit einem Gedicht. Herbst 2020 bist du in Rastatt eingetroffen. Da ist auch schon bald die zweite Corona-Welle angelaufen. Kontaktbeschränkungen waren da angesagt und viele Veranstaltungen vertagt. Wie sich ins Gemeindeleben finden und sich mit den Menschen hier verbinden. So hast du dich hochmotiviert als Erster bei unserem Videokonferenzsystem Big Blue Button registriert. Daher lernten dich manche erst als Bildchen auf dem Bildschirm kennen. Doch ob analog oder online, wir konnten schon bald erkennen, der ist aber nett und schön singen kann er auch. Den kann der Ralf bestimmt gut gebrauchen. Und der zeigt ihm dann, was ein Pfarrer so schafft der ganze Tag. Ob er dann immer noch Diakon und Priester wäre mag. Gerade momentan fragen sich ja viele Leute, wie sind die Perspektive in der nächsten Zeit? Treten noch mehr Leute aus und die riesige Pfarrei, so ein Graus. Da haben sie ihre neue Pfarrei. Katholikenanzahl 400.553. Aber Herr Pfarrer, der persönliche Kontakt, der ist schon wichtig. Also, zumindest das hat Hoa schon mal nicht angefochten, sodass wir im Juni 2021 in St. Alexander seine Diakonweihe zu feiern vermochten. Es war eine sehr schöne Feier und eins ist halt klar, mag man einiges vom Kopf her an der Kirche schwierig finden, so eine Berufung kommt halt vom Herz und ganz tief drinne. Ein Leben im Dienst der Nächstenliebe und das 24 Stunden der Tage 7. Immer parat und Nerven aus Draht. In einem Moment hältst du dem Sterbenden die Hand. Zurück im Pfarrhaus geht's weiter, außer Rand und Band. Im Gemeindehaus A tropft's vom Dach. Dem Nachbar von Kirch B mache die Glocke zu viel Krach. Und Freiberg ruft an und fragt, ob man Gemeindehaus C jetzt nicht endlich verkaufen kann. Herr Pfarrer, so schön spielt die Orgel am Sonntag. Das muss ich wirklich erwähnen. Ach Ralf, die Lieder sonntags, die sind echt zum Gähnen. So geht's zu bei uns und doch, seht, der Hoa lächelt noch. Dankbar schauen wir auf die gemeinsame Zeit zurück und wünschen dir für deine Zukunft
alles erdenklich Gute und viel Glück. Natürlich soll Gottes Segen dich begleiten und das Vertrauen in die Liebe Gottes stärke dich zu allen Zeiten. Wer sich jetzt wundert, weil er kein Geschenk bekommt, das gibt es natürlich erst nach der Priesterweihe. Und in der City-Pastoral liegt auch eine Karte aus. Wer da möchte, kann unterschreiben und auch was geben. Also vielen Dank für diese tolle Verabschiedung. Ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass ich jetzt noch was gereimt bekomme. Bin ich doch auf meine Kosten gekommen, was Fastnacht angeht. Vielen, vielen Dank. Und jetzt am Ende meines Praktikums, meiner Zeit hier in Rastatt, gilt es einfach, Ihnen allen, liebe Gemeinde, Danke zu sagen. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke, dass Sie mich in einer Zeit aufgenommen haben, in der es ja gar nicht so einfach war, sich einander zu begegnen und wo ich mich trotzdem zu Hause fühlen durfte. Und so die ersten Anläufe mit Predigten und Gottesdiensten, die durfte ich hier tun und ich bin sehr froh, dass ich das mit Ihnen machen durfte und Sie waren auch alle sehr wohlwollend mir gegenüber. Und was mir besonders aufgefallen war, ist, dass mir hier also wirklich ein großes Wohlwollen und auch ein großes Vertrauen entgegengebracht wurde, was mich bestärkt hat, auch in meiner Arbeit in der Gemeinde, wie die Manu auch gesagt hat, ja, die Begegnung und der persönliche Kontakt, das hat man am Anfang vermisst und umso schöner war es dann, als es dann wieder losging. Und ich gehe jetzt mit einem, sagt man ja immer, mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Also natürlich freue ich mich, dass es jetzt auch weitergeht für mich auf die Priesterweihe, aber ich wäre gerne noch länger hier geblieben. Und ich hoffe und wünsche das auch allen meinen künftigen Priesteramtskollegen, dass sie Erfahrungen sammeln dürfen, so wie ich hier. Und vielleicht gibt es ja irgendwann auch, wenn unser Pfarrer noch die Kapazitäten hat, einen Nachfolger von mir. Und dann hoffe ich, dass er so gut aufgenommen wird wie ich hier und einfach eine Bestärkung erfahren darf für die Berufung zum Priester. Am Ende ist es zwar eine Verabschiedung, aber ein Wiedersehen ist ja schon in Sicht, einmal bei meiner Priesterweihe oder eben auch bei der Nachprimiz hier in Rastatt an Christi Himmelfahrt, 26. Mai. Herzliche Einladung. Da freue ich mich bereits jetzt schon, als Neupriester zurückzukommen, mit Ihnen allen gemeinsam zu feiern und uns zu freuen. Und so bitte ich nur, dass Sie mich weiterhin im Gebet behalten, weiter begleiten auf diesem Weg und Gottes Segen für Sie alle. Dankeschön. Ja, vielen Dank, lieber Hoa, auch dir für alles, was du uns gegeben hast in dieser Zeit, der du hier in Rastatt warst. Unsere liebe Angelika Prestenbach hat im Hinblick auf die Narrenmesse, wie sie geplant war, 180 FFP2-Masken fastnachtlich aufgehübscht. Die wollen wir jetzt natürlich nicht wegschmeißen, da steckt viel Mühe drin. Wer möchte, darf am Hautportal solch eine Maske mitnehmen. Es wäre schön, wenn Sie dafür eine Spende geben würden, liebe Schwestern und Brüder, die an Caritas International auf das Sonderkonto Ukraine-Hilfe überwiesen wird. Mit dem Geld soll der Caritas geholfen werden, damit sie in der Ukraine und den Nachbarländern eben für die Menschen, die vom Krieg betroffen sind, auch für die Geflüchteten Angebote machen kann, die Menschen unterstützen kann, ihnen ein Dach über dem Kopf, ein Essen und so weiter geben kann. Also vielen Dank für Ihre Spende, die Sie hinten ins Kollektenkörbchen reinlegen und die den Betroffenen in der Ukraine zugutekommen soll. Stellen wir uns abschließend
unter den Segen Gottes und bitten dann um die Fürsprache Mariens. Der Herr sei mit euch. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Er wende euch sein Antlitz zu und er schenke euch seinen Frieden, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Hin in Frieden. Dank sei Gott.